Steuerberater-Examensvorbereitung und damit fünfstellige Monatsumsätze. Ich habe hier zwei sehr, sehr geile Typen. Einmal den Gary Vorbrack und den Marlo Steinecke. Genau. Hallo. Und die beiden Jungs sind hier angereist aus Hamburg. Habt also eine kleine Fahrt hinter euch, so 4-5 Stunden ungefähr, ne? Jo. Jo. Und seid jetzt hier im Headquarter. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für wie die Einladung. Wie gefällt es euch hier? Sehr, sehr gut. Also genauso, wie man sich's vorgestellt hat, wie es sozusagen bei Instagram und so schon gezeigt wird oder bei YouTube, aber in echt dann nochmal ein bisschen eindrucksvoller. Genau, normalerweise ist es so, wenn man jemanden kennenlernt, den man so aus YouTube kennt, dann ist man natürlich immer enttäuscht. Nur wenn man bei uns herkommt, ist es sogar noch besser als das, was man aus Instagram und YouTube kennt. Genau. Können wir bestätigen. Auf jeden Fall. Ja, sehr geil. Cool, dass ihr da seid, Jungs. Ihr seid ja auch Kunden bei uns. Richtig. Ihr seid im Excellence-Training. Geschäftsführer auch. Im Geschäftsführertraining seid ihr auch. Ja, siehst du mal. Das Briefing nicht richtig gelesen. Aber nicht von Anfang an, sondern ihr habt ja quasi auch mit uns quasi so gestartet. Genau. Mit dem ganzen Thema und losgelegt. Ich glaube, du hast zuerst alleine sogar. Mit meiner Frau zusammen. Also die ist eigentlich auch dabei. Die ist jetzt leider krankheitsbedingt zu Hause geblieben. Aber eigentlich sind wir zu dritt. Ja. Und mit meiner Frau habe ich quasi gestartet. Aber quasi mit Marlo zusammen haben wir so eine Persönlichkeitsentwicklung, wie man halt so ist, ganz am Anfang erstmal konsumiert, ein bisschen, sag ich mal, sich fortgebildet in dem Sinne, ohne wirklich was gemacht umzusetzen, waren normal angestellt und haben dann... Also war quasi euer Werdegang zur Selbstständigkeit. Also erst genau, wir waren dann auf einem Event, sag ich mal, wo Marlo euch schon kannte. Ja. Ich sag jetzt nicht genau, welches Event das ist, ich weiß nicht, wie das so ist. Ja, sag gut, was war das? Vertriebsoffensive in Hamburg, da hat er dich, glaube ich, gesehen, ich kannte dich nicht. Oder in Hamburg? Dann war das Februar 2020. Also ganz kurz, oder wo es gerade losging? 2020, ach so, das war das letzte Event, bevor die. Und ich kannte euch weiß halt ich noch genau, gar war. Nicht so und ich so, ja, weiß nicht, wer das überhaupt ist und dann... hat er davon erzählt, dann haben wir uns, kam euer Buch auch raus in der Zeit. Du kannst uns da schon. Genau, also ich habe viel verfolgt, die Ads, natürlich kommt man nicht drum herum, auch zu dem Zeitpunkt. Ich gebe mir auch ein bisschen Geld dafür aus, damit das jemand sieht, ne? Genau. Ja. Genau, dann hat er uns empfohlen, das Buch zu kaufen, weil wir sozusagen was nebenbei starten wollen. Okay, aber ihr kanntet euch schon vorher. Ja, wir sind schon lange befreundet und genau, deswegen hat er uns das Buch empfohlen. Du bist selber auch Steuerberater, ne? Genau, ich bin auch Steuerberater. Und was hast du vorher und deine Frau vorher gemacht? Wir sind beide Chemielaboranten vorher gewesen und wollten uns dann quasi selbstständig machen, haben dann das Buch gekauft, wollten das zusammen besprechen und nach dem ersten Kapitel haben wir einfach schon ein Beratungsgespräch gebucht und gekauft, ohne es vorher mit ihm abzusprechen und sind dann quasi direkt Kunden geworden und haben gesagt, so, wir uns getroffen, wollten darüber sprechen und so, ja, das ist so genial, das Buch, das ist genau das, was wir brauchen. Ja, haben wir direkt gebucht und sind seitdem dann Kunden gewesen und komplett. Dann seid ihr in so Einsteiger-Trainings reingekommen? Ja, genau, dann haben wir die Masterclass uns geholt, sind da chronologisch quasi gestartet, haben das nebenbei dann quasi angefangen und haben dann uns sozusagen im Training weiter hochgearbeitet mit euren Tipps, die ihr uns gegeben habt. Also du und deine Frau seid in die Masterclass, da habt ihr wahrscheinlich was anderes gemacht als das Examensvorbereitung. Das kam ja dann wahrscheinlich erst, als ihr euch zusammengetan habt. Was habt ihr dann zuerst gemacht? Wir wollten Paarberatung machen, weil wir da schon verlobt waren relativ früh und wir da sozusagen dachten, dass uns das Spaß machen würde. Haben dann aber gemerkt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit in der ersten Reihe sozusagen stehen wollten. Und wir hatten halt dann Marlo empfohlen, weil der halt eine sehr hohe Expertise als Steuerberater hat und da einfach sehr gut drin ist und sehr gut Sachen auch erklären kann. Meinen wir, du musst das auf jeden Fall machen, du musst das verfolgen. Dann wollte er nicht, dann mussten wir ihn überzeugen, haben gesagt, wir machen das mit dir zusammen. Haben dann erst zwei Sachen gemacht, haben dann gesagt, nein, das ist auf jeden Fall das Richtige, du bist so gut da drin, wir lassen das andere sein und wir machen das jetzt zusammen. Mhm. Sozusagen die Steuerberaterprüfungsvorbereitung und haben dann gesagt, auf ein Pferd setzen, so wie es sich gehört, quasi das dann richtig durchsetzen, richtig groß machen und auch erfolgreich sein. Und so haben wir uns da Schritt für Schritt dann... Also habt ihr euch quasi seid ins Training rein, habt auch schon Kunden gewonnen bei diesem ersten Thema, wo ja, genau, wir haben dann die Masterclass uns geholt mit meiner Frau zusammen, haben dann sozusagen da gestartet, aber relativ schnell gemerkt, dass das Thema, was wir beide zusammen machen wollten, nichts für uns ist und haben dann gesagt, ist der Marlo sehr gut im Steuerberatungsthema, einfach im Erklären und allgemeine Steuerberatung sehr, sehr gut ist. Ja. Und haben dann gesagt, der muss das auch unbedingt machen. Und das ist hier alles so wertvoll, was in dem Training drin ist. Das hilft ihm auf jeden Fall weiter und haben dann sozusagen das zu dritt dann umgesetzt. Eigentlich witzig, weil eigentlich hast du ihm ja das Buch empfohlen, dann habt ihr das Coaching gebucht. Und dann kam er zu dir und sagt, hey,
Aber wir machen das zusammen. Also ich habe es natürlich erkannt, auch welchen Mehrwert es bietet. Ja. Aber ich hatte andere Pläne für mich in dem Moment und habe mich vielleicht auch nicht getraut in dem Moment, direkt in die Selbstständigkeit zu gehen. Hatte eher die akademischen Pläne meiner Doktorarbeit in dem Moment. Und dann wurde ich gezwungen, mehr oder weniger, dass wir das gemeinsam durchziehen. Das war dein Unterbewusstsein, hat quasi so, komm, ich, wenn ich ihn dazu bringe, vielleicht. Genau. Und so hat sich das dann ergeben. So in etwa, genau. Und seit wann macht ihr dann quasi die Examensvorbereitung für Steuerberater? Seit Mai 2020 sind wir am Also seit über einem Jahr jetzt genau. losgelegt und in dieses Business halt reingestartet. Wie waren dann die Anfänge? Erfolgreich finanziell, aber holprig. Das heißt, wir haben schon relativ schnell Kunden gewinnen können, auch vereinzelt, aber eben gerade am Anfang Probleme gehabt, konstante Leadquellen zu bekommen. Aber wir haben schon direkt am Anfang mit fünfstelligen Umsätzen angefangen. Also direkt sofort ins Training bei uns rein und fünfstellige Umsätze gemacht. Ja. Obwohl ihr seid ja alle Vollzeit arbeitend gewesen. Genau, richtig. Erlernten Beruf, ja. Genau. Okay. Und dann, was war holprig? Ich sag mal, dauerhaft neben dem Beruf sozusagen Kundenakquise zu machen, Marketing, das Fulfillment aufzubauen in dem Moment, die Strukturen dahinter aufzubauen, aber genau, dauerhaft vor allem eben... Du musst ein bisschen mehr arbeiten dann. Genau, das bleibt nicht aus. Ich habe ja früher auch selbst dual studiert und da ja auch quasi immer nebenbei was Eigenes gemacht. Ne? Und dann, man erzählt das auch nicht auf der Arbeit, dass man noch nebenbei was macht. Richtig. Man macht das halt einfach. Und, und dann hat sich das... Dann ist das schon anstrengend, ne? Man hat mal schon mal Monate, wo man ein bisschen weniger schläft. Richtig, so definitiv, war das quasi bei uns auch. Also wie du es geschildert hast auch, dass wir es erstmal nicht kommuniziert haben, auch nicht an Familie etc., weil man da sozusagen nicht abgelenkt werden wollte, sondern wirklich Empfehlen wir auch. Genau, richtig. Ja. Also wir haben uns da komplett eher an solchen Fragen auch am Anfang mit beschäftigt, so wie macht man das nebenbei sozusagen, da ist von eher unser Hauptthemen. Also wir haben uns wirklich von Schritt für Schritt dann verkaufen lernen, also wirklich alles durchgemacht, wie es bei euch auch vorgesehen ist. Ihr habt ja vorher gar keine Ahnung gehabt dann von dem ganzen Thema Verkaufen, Marketing, weil ihr habt ja also von der Ausbildung her nichts damit zu tun, aber Steuerberater nicht. Ne? Die sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie die besten Verkäufer sind. Ne? Das ist klassischerweise. Wie war das dann so für euch, diese Sachen zu lernen? Und mal, überhaupt mal sowas, so eine Schulung zu sehen zu dem Thema? Ja, also das war das Beste, was uns passieren konnte. Also das macht ist unsere Leidenschaft jetzt geworden. Das ist das, was uns Spaß macht. Da gehen wir drin auf. Also das, was wir jetzt mit unseren Kunden da aufgebaut haben und wie wir da weiterhelfen können, alles sozusagen unter eurer Anleitung. Das ist wirklich, wie ihr sagt, auch bei Instagram, du musst die Expertise mitbringen, den Rest lernen oder zeigen wir euch. Mhm. Und so ist das tatsächlich bei uns komplett gewesen. Also wir haben die Expertise, sind einfach inhaltlich sehr, sehr gut. Aber von dem Rest hatten wir gar keine Ahnung und das habt ihr uns komplett gezeigt. Dafür sind wir mega dankbar. Und deswegen sind wir auch hier, um das anderen Leuten, sag ich mal, dann auch zu empfehlen oder zu zeigen, dass man sich das einfach traut und einfach mal macht. Wie war das so, die ersten Steps im Verkaufen? Holprig. Ja. Also, wie ist eigentlich bei euch die Aufteilung? Also deine Frau ist da noch dabei. Wer macht so welche Aufgaben im Business? Ich bin angefangen als Closer damals, Gary als Qualifizierer. Das haben wir dann irgendwann umgestellt, auch einer der Erfolgsformeln. Ich habe mich relativ schwer getan mit dem Verkaufen, auch als Steuerberater. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wechsel, dass Gary das übernommen hat, die Beratungsgespräche. Ja. Ich bin eher im Fulfillment tätig. Ja, macht ja auch Sinn, weil du bist ja der Steuerberater. Das ergibt Sinn, genau. Genau. Aber am Anfang war halt dieses Mindset-Problem, was man hatte, der Steuerberater muss ja dann auch verkaufen, weil der die meiste Ahnung hat. Das so gemacht. Richtig, genau. Aber inhaltlich hat es gar keinen Sinn gemacht, was katastrophal war. Also, da wurden sehr, sehr viele Fehler gemacht. Mhm. Und bis wir das dann umstellen konnten, hat uns das dann natürlich auch sehr, sehr weit dann nach vorne gebracht. Und so. Also du beschäftigst dich jetzt quasi den ganzen Tag damit, hey, da kommt jemand zu mir, der will Steuerberater werden, der will diese Steuerberater-Examensprüfung machen. Ich weiß nicht, wie viele Prüfungen gibt's da? Gibt's eine es große? Eine große Prüfung, schriftlich und dann noch eine mündliche Prüfung. Ist mittlerweile wahrscheinlich das schwerste Berufsexamen in Deutschland mit 50-60% Durchfallquote. Okay. Und es gibt dafür, bisher gab es noch keine vernünftige Lösung, damit man systematisch das Ganze angeht und erfolgreich bestehen kann. Und da haben wir uns einfach auch die richtigen Fragen dann gestellt, was kann man tun, um das eben auch zu verbessern. Du arbeitest jetzt quasi den ganzen Tag in deiner Geniezone und hilfst deinen Kunden, die sich vorbereitet werden wollen auf dieses Examen, quasi zu lernen, wie sie das machen, sodass sie bestehen und auch, sag ich mal, so bestehen, dass sie da wissen, dass sie bestehen. Ja,
Also jeder, der zuschaut, war ja schon mal in der Schule, ne? Und wenn man aus einer Prüfung rauskommt, dann weiß man ja meistens, ob die gut oder schlecht war. Ja, das ist leider das Problem in dem Bereich, dass die Leute halt sich nicht einschätzen können. Ja. Das ist so schwer, auch auf dem Weg dahin, dass du permanent Rückschläge bekommst und auch wirklich schlechte Noten permanent schreibst und dich nicht objektiv einschätzen kann, wie gut du bist. Mhm. Und dafür ist sozusagen dann so wertvoll, so einen Experten an der Seite zu haben, der einem sagt, so, du bist auf dem richtigen Weg, mach einfach das Richtige weiter. Ja. Oder du machst hier gerade die falschen Dinge, mach mal bitte wieder die richtigen Dinge. Dafür sind wir halt da, plus halt die inhaltliche Vermittlung des Stoffs, weil das ist, du kennst dich ja auch ein bisschen mit Steuern aus, auch wenn du nicht Steuerberater bist, ja, durch das ganze Thema. Steuer auch das Business. Richtig. Und das ist so eine riesen Masse an Stoff, das wird ja auch nicht weniger, da kommen immer Aktualisierungen auch rein. Du kannst gar nicht alles wissen. Und deswegen ist es so essentiell, dass du da auch jemand, der das erklärt, weil die meisten Leute kennen das aus der Schule, aus dem Studium, auswendig lernen. Das funktioniert aber nicht. Du musst das Ganze verstehen, du musst es anwenden können. Und da sozusagen setzen wir auch extrem an, wirklich herauszufinden, wo sind die Schwachstellen bei demjenigen, dass man wirklich schaut, dass er das Ganze dann auch versteht und anwenden kann in so einer Klausur, weil nur darauf kommt es am Ende an. Mhm. Und da haben wir ein ganzheitliches Konzept mittlerweile entwickelt, wo wir einfach sehr, sehr stolz drauf sind und einfach da... Was umfasst das Konzept? Also welche Bereiche macht ihr alle? Ihr macht ganzheitlich. Also inhaltlich alles? Genau, oder? Inhaltlich. Mindset ist natürlich auch ein Riesenthema. Ja. In so einem schwierigen Jahr, die meisten bereiten sich 12, 18 Monate vor. Und da gibt es natürlich Höhen und vor allem Tiefen. Das heißt, auch eine ganz wichtige Komponente, aber auch die strategische Planung. Ja. Wie muss ich mich in welcher Phase der Vorbereitung vorbereiten? Und da gibt es eben ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Auch um die Effektivität von den Lerntechniken etc., wie man das einfach qualitativ dann auch richtig macht, weil jeder Mensch hat nur 24 Stunden und noch mehr geht irgendwann nicht, sondern da musst du halt schauen, wie steuere ich denn überhaupt meine Zeit, wann mache ich Pausen und wie werde ich am effektivsten, auch an welchen Themen soll ich arbeiten, das halt wirklich ganzheitlich da schauen können. Plus, dass der private Aspekt in so einem Jahr oder anderthalb Jahren passiert einfach auch sehr, sehr viel, dass man da einfach auch das Leben oder die Arbeit nebenbei koordiniert bekommt. Dass man auch private Probleme so gehandelt bekommt, emotional, dass man auch weiter straight am Ball bleibt. Ganz spannend, wir haben ja früher Einser-Kandidat gemacht, für alle, die das nicht wissen. Also von 2012 bis 2016 haben wir ja selbst im Prinzip so die größte Nachhilfeschule gehabt für Studenten online. Vielleicht kennt ihr das sogar von früher. Ja. Genau. Also Studium, selber nicht Kunde gewesen, aber hat man mitbekommen. Ne? Hast man mitbekommen, genau. Ja. Und da haben wir selber auch den Studenten beigebracht, wie sie, sag ich mal, mit besseren Lernmethoden einfach, sag ich mal, statt 8 Stunden zu brauchen, um bestimmten Stoff zu konsumieren, konnten die das dann in 3 oder in 2 Stunden. Einfach eine viel sinnvollere Vorgehensweise beim Lernen gewählt wurde. Da gibt es halt wirklich Techniken und Strategien. Es gibt auch so Thema Speedreading und so, solche Geschichten. Also gibt es da ganz viele Sachen, die man tatsächlich, Kompetenzen, die man erlernen kann, um einfach schneller an sein Ziel zu kommen, lernmäßig und von der Arbeitsweise. Ja. Und das sind dann auch wahrscheinlich Punkte, die bei euch mit drin sind. Wobei Speedreading jetzt vielleicht für das Thema nicht so gut ist. Da sollte man besser genau lesen, was definitiv man liest. Ja, aber solche Methoden habt ihr sicherlich dann auch. Genau. Sehr geil. Okay. Und eine Frage zur Dienstleistung noch. Ist das Ganze findet auch komplett online statt oder habt ihr Vor-Ort-Termine? Wie läuft das? Also wir haben grundsätzlich alles digital sind digital komplett aufgestellt, haben natürlich auch vereinzelte Kundenevents in Präsenz, wo wir uns natürlich auch immer darauf freuen, aber die Dienstleistung primär findet online statt. Genau. Also das ist quasi die freiwillige Basis, kann man mal vorbeikommen. Genau. Das ist einfach. Grundsätzlich, man kann alles online machen. Ja, weil sonst wäre man irgendwie eingeschränkt natürlich in Deutschland, wenn wir in Hamburg zum Beispiel sitzen, dass die Leute aus München dann natürlich Probleme hätten, dauerhaft zu uns hochzukommen über so einen langen Zeitraum. Deswegen können wir einfach viel mehr Leuten helfen, wenn es digital aufgestellt ist. Auch wirklich ausgelegt auf ein Jahr oder? Je nachdem, wann du zu uns kommst, quasi, da versuchen wir das bestmöglich noch aus der Situation zu machen. Umso früher, umso besser. Aber wir versuchen immer weiter zu helfen. Hättet ihr denn gedacht, dass das online so, sag ich mal, abbildbar ist, so ein Coaching, dass man sowas machen kann vorher, bevor ihr jetzt zu uns gekommen seid? Schwierig, sag ich mal, das so in der Fülle oder im Ganzheitlichen zu sehen, weil es ja schon viele Aspekte sind, die man aber durch die digitalen Prozesse, die man bei euch auch kennenlernt, natürlich mehr oder weniger auch gut übertragen kann auf die Dienstleistung, die wir selber dann ausführen. Ja, also vorher konnte ich mich mit solchen Themen gar nicht beschäftigen, weil ich natürlich gar nicht so tief da drin war, aber dann,
als ich das Buch gelesen habe, hat sich für mich alles plausibel angehört, dass es auch umsetzbar war. Von daher. Also das Buch kannst du auch schon mal empfehlen. Ja, ja, klar. Habe ich schon öfter vielleicht erwähnt. Aber ab dem Zeitpunkt, als ich es gelesen habe, war für mich klar, okay, das macht Sinn. Das muss man dann halt irgendwie nur umsetzen. Und dafür braucht man halt das Training dann. Geil. Sehr nice. Jetzt ist es so, ihr habt ja relativ seid ins Training reingekommen. Das war 2020 dann nach Hamburg. Wann war das? März rum? Ne? Mai sind wir ins Training gekommen. Ja, genau. Im März war das, glaube ich, das Event. Und dann Mai hast du gesagt, ne? Ja. Dann Mai seid ihr ins Training reingekommen. Wo steht ihr heute? Weil ihr habt jetzt, soweit ich weiß, auch ein neues Office bezogen und so weiter. Wie ist gerade eure Situation? Ja, also wir haben jetzt auch Mitarbeiter sozusagen schon eingestellt. Wir haben ein Büro auch erweitert. Wir haben mit einem normalen... Auch aus euren Vollzeitjobs raus? Stimmt, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man vergessen hat, klar. Ja, wir haben alle sozusagen... Schon jetzt so normal geworden. Ja, ja, genau, normal geworden. Man fühlt sich jetzt als echter Unternehmer, kann man so sagen. Ja. Und haben unser Büro sogar vergrößert. Wir haben mit einem kleineren Büro angefangen, sind jetzt im größeren Büro mit Mitarbeitern. Ja. Und genau. Genau. Und seid jetzt Unternehmer. Ja. Richtig. Hättet ihr das gedacht so? Nee. Warst du da auf dem Event damals, was? Nee, eher, ich habe mir eine ganz andere Karriere vorgestellt, eher eine akademische Karriere, aber ich bin nicht unglücklich, dass es so gekommen ist. Ich bin nicht unzufrieden. Hat mir jemand gesagt. Ich musste ihn zu seinem Glück zwingen. Ja, so kann man es formulieren. Ja, sehr geil, cool. Und euer bester Monat, wo lag das? Bei 61.000, das war jetzt im Juli dieses Jahres, genau. Sehr geil. Also seid ihr immer so in dem mittleren fünfstelligen Bereich unterwegs, nehme ich mal an. Richtig. Genau. Konstant. Ist auch keine Achterbahn oder so. Nee, also wir machen das ziemlich konstant. Für uns ist halt jetzt eher die Herausforderung, das noch weiter nach oben zu bekommen. Also das geht nur über Mitarbeiter. Ja. Und da sozusagen sind wir jetzt dann auch dabei, die nächsten Schritte einzuleiten. Aber sind sehr stolz darauf, dass wir das so konstant aufbauen konnten und dann eine seriöse Firma quasi oder ein Unternehmen schon erschaffen konnten. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Genau. Könnt ihr auch stolz drauf sein. Das ist eine sehr, sehr geile Story. Ja. Sag mal, aus dem Nichts ja im Prinzip habt ihr ja, innerhalb von einem Jahr ein Unternehmen aufgebaut, was einen hohen sechsstelligen Jahresumsatz macht. Genau. Quasi im ersten Geschäftsjahr. Richtig. Ja. Das kriegen, es gibt bestimmt einige Zuschauer jetzt hier, die dieses Video sehen, die würden sich wünschen, auch mal so eine Sphären zu erreichen, für die es gar nicht möglich ist, die auch schon vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre Unternehmer sind, 20 Jahre. Und das nie geschafft haben. Ja. Das heißt, wenn man den Weg geht, dann kann man da sehr, sehr viel richtig machen. Was war denn so, wie würdet ihr so das Coaching von uns beschreiben, jetzt jemand, der hier zuschaut und noch nie, sag ich mal, einen Coaching-Coach oder einen Trainer gebucht hat im Bereich Business? Vollumfassend würde ich mit einem Wort sagen, weil immer da, wo du gerade dein Cap hast als Unternehmer, da seid ihr einfach da. Also sei es im Marketing, im Vertriebsprozess irgendwo klemmt oder drückt der Schuh, besser gesagt. Mhm. Und das ist immer natürlich die Frage rauszufinden, wo das ist und dann natürlich auch die entsprechenden Lösungen umzusetzen. Und das pendelt sich natürlich immer von Bereich zu Bereich, je nachdem, wo man gerade den nächsten Punkt gelöst hat. Und da gibt es einfach in allen Bereichen immer die passenden Informationen oder eben auch die Tipps oder auch sei es im eigenen Mindset, wenn man bei euch in den Calls ist und gesagt bekommt, so und so muss es laufen und dann läuft es auch. Ja, also ich würde es noch dazu ergänzen, dass man wirklich der Schlüssel sozusagen ist, dass man wirklich umsetzt, was ihr sagt und da auch sich traut zu fragen, wenn irgendwas man nicht verständlich ist oder wenn man irgendwelche Ideen hat. Weil man, ja, also man muss ja die Sachen adaptieren auf seine Situation, oder muss man ja. Genau, aber es ist natürlich am Anfang bei uns extrem so gewesen, dass man sehr viel selber machen möchte, um auch gut dazustehen, indem man sagt, okay, man will dann gute Ergebnisse präsentieren. Da mussten wir beide immer intern miteinander kämpfen. Ich wollte immer alles fragen, ich wollte immer sagen, so machen wir es. Und er wollte halt gerne sehr viel selber auch umsetzen, so einfach, weil er das vom Persönlichkeitstyp gerne mag, auch wirklich selber abzuliefern. Und Er ist Persönlichkeitstyp Steuerberater. Seltene Spezies. Ne? Genau, genau. Also man muss schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein, um Steuerberater zu werden, muss man echt mal sagen, oder? Geht. Ja. Genau. Dass man ein bisschen alle selber rauskriegen möchte und Frustration mag. Beruf Steuerberater, oder? Ja. Ja, aber das Spannende, muss ich wirklich sagen, ist, dass man natürlich selbst, obwohl wir Steuerberatung machen oder unsere Kunden dann ausbilden, dass man auch fürs Fulfillment so viel übernehmen kann aus euren Prozessen. Und das ist für mich eigentlich so die Erkenntnis überhaupt, weil das ja schon was
gänzlich anderes ist. Als ja, man denkt, okay, Coaching geht es nur ums Verkaufen oder Marketing, aber nee, es geht ja darum, wirklich ein nachhaltiges Business aufzubauen. Das habt ihr auch selber gemerkt. Ne? Ja. Ihr habt ja auch Kunden, die ja dann zum Beispiel auch dann sich für die mündliche Prüfung vorbereiten wollen, die dann auch wieder bei euch zum Beispiel buchen und so weiter. Und da sieht man ja, dass es funktioniert, dass die Kunden happy sind. Die würden ja nicht verlängern, wenn sie unzufrieden sind. Richtig, ne? Genau. Sehr geil. Wie kann man denn euch, wenn man jetzt hier zuschaut, sagt, hey, ich bin gerade in der Situation, ich möchte auch meine Steuerberaterprüfung machen, ich habe mein Examen anstehen, vielleicht auch erst in einem Jahr oder in 18 Monaten. Wie kann ich denn euch finden, wenn ich sage, hey, finde ich interessant, würde ich gerne mal mehr zu erfahren? Ja, unter anderem bei YouTube, Steuerberaterprüfung erfolgreich bestehen, ist da unser Kanal. ESH Examenscoaching gerne mal eingeben oder natürlich auch bei Instagram könnt ihr mir gerne folgen. Malu Steinecke unterstrich ist da der Account und da freuen wir uns jederzeit ins Gespräch zu kommen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Das sind so die Hauptkanäle. Also der Instagram-Account für angehende Steuerberater. Ja, oder auch die Webseite einfach. Ne? Da kann man sich auch einfach direkt eintragen, wenn man sagt, okay, ich will das auf jeden Fall machen. Dann kann man da natürlich sich direkt eintragen. Blenden wir auch hier ein, an der Stelle einmal die Webseite von den Jungs. Genau. Und wenn du jetzt zugeschaut hast und sagst, hey, geil, ich habe auch eine Expertise, ich möchte auch anderen Menschen helfen mit meiner Expertise, vielleicht bist du auch wie die beiden Jungs noch gar nicht, also hast noch gar nicht richtig gestartet und noch keine Umsätze gemacht, hast vielleicht schon Erfahrungen gesammelt mit dem Thema Selbstständigkeit und Business, auch schon, vielleicht machst du auch schon Umsätze und hast auch schon ein bestehendes Business, aber möchtest es weiter ausbauen, dann geht's auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch, wir können dir da weiterhelfen. Und schauen uns einfach an, wo du gerade stehst, in welcher Situation du bist. Ihr hattet damals ja auch das erste Gespräch. Ja. Mit wem war das? Mit dem Korab. Mit dem Korab hast du gesprochen? Genau. Der konnte dir dann schon einen Plan mitgeben, wie sowas aussehen könnte für dich und deine Frau damals. Ja, was? Ich muss lachen, weil ich sehr, sehr aufgeregt war bei dem Gespräch, weil es sozusagen, ja, auch also die Frage, ob man überhaupt einen Termin bekommt sozusagen. Und da war ich sehr, sehr aufgeregt, habe sehr, sehr geschwitzt sozusagen. War froh, dass ich in dem Training aufgenommen wurde und war super happy. Deswegen musste ich gerade noch mal lachen, als du das erzählst, weil ich mich zurückerinnert habe an die Situation. Also, wir müssen gar nicht so aufgeregt sein. Cora beißt auch nicht. Nee. Also in der Regel zumindest. Und ja, check das Ganze ab auf www.andreasbaulig.de, wenn ihr in der Situation seid. Alternativ könnt ihr auch schon mal einfach das Buch Wissen macht Umsatz bestellen. Blenden wir auch mal einmal hier ein. Wissen macht Umsatz ist unser Buch, wo wir dir erklären, wie du mit deinem Coaching-Business, mit deiner Expertise, mit einer Dienstleistung, die du vielleicht anbietest, einfach, sage ich mal, online ein Geschäft aufbauen kannst und es schaffen kannst, ja, einfach Umsätze zu machen, erste Umsätze zu generieren, aber auch, wie es dann aussieht, wie man auf siebenstellige Umsätze kommt. Wie man das dann genau umsetzt, ja, dafür haben wir zum Beispiel unsere Trainingsprogramme, auch sehr, sehr wichtig anzuschauen. Aber ansonsten, das Buch ist schon mal ein guter Einstieg, wenn man einfach mal ein bisschen interessiert ist an dem Thema. Also www.wissenmachtumsatz.de oder direkt eintragen auf www.andreasbaulig.de. Jungs, schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr eure Story geteilt habt. Wie gesagt, ihr könnt auch absolut stolz auf euch sein. Was ihr da aufgebaut habt in der kurzen Zeit, ja, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und ja, vielen Dank. Danke, dass ihr da wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Euer Markus, Gary, ciao. Malo. Macht's gut. Ciao. Danke. Ciao.